Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee. Ich sitze heute in einem wunderschönen, riesigen, tollen Baum, und zwar in einer Linde. Die Linde wird auch der Baum der Liebe genannt, und das erkennt man ja schon an seinen tollen, herzförmigen Blättern. Die Linde kann bis zu 1000 Jahre alt werden, und sie ist seit jeher ein Symbol für Schutz und Frieden. Die Linde ist ein sehr menschenfreundlicher Baum, denn sie gedeiht in der Dorfmitte oder auf dem Hofplatz besser als im Wald. Bei uns findet man sie eigentlich kaum im Wald. Und früher hatte auch jeder Hofplatz eine eigene Linde als Schutz für Haus und Familie. Und unter der großen Dorflinde wurden regelmäßig Feste gefeiert. Dort wurde getanzt, man verliebte sich und selbst Ehen wurden unter der Linde geschlossen. Sie wird ja auch in sehr vielen Volksliedern besungen. Jetzt gerade im Frühjahr und Sommer eignen sich die Blätter hervorragend für zum Beispiel Salat oder im Smoothie, für Desserts, und die sind auch ein super Bindemittel für Suppen oder Soßen. Das Tolle an der Linde ist, dass sie als einzigster Baum hier eigentlich ihre zarten Blätter behält. Also gerade die Sommerlinde mit diesen großen Blättern findet man bis in den Sommer rein immer schöne zarte Blätter, die man sich pflücken kann. Jetzt im Mai, Juni gibt es diese tollen Blütenknospen. Die sehen so aus, wenn die Blüte noch nicht aufgeblüht ist, sind hier diese Knospen. Und die sind einfach so köstlich, die kann man gleich roh essen oder auch in Salat mit reintun. Die liebe ich. Köstlich. Jetzt im Juni blüht ja dann die Linde. Und die Lindenblüten sind ein super Aroma für zum Beispiel Schokolade, süße Desserts, auch im Salat, für Limonaden und natürlich als Tee. Und dann gibt es ja auch diesen leckeren Lindenblütenhonig. Der ist auch sehr köstlich. Im Herbst, so August, September, sind dann die Samen reif. Die kann man dann roh schälen und auch roh verspeisen. Die sind auch echt köstlich. Gerade die Blüten der Linde enthalten sehr viele Flavonoide, Schleimstoffe, ätherische Öle und Gerbstoffe. Ich liebe einfach die Linde, die Blätter und Blüten, weil die haben so einen zarten, lieblichen Geschmack. Ich verwende sie sehr gern in meinen Salaten oder als Smoothie oder für süße Desserts. Einfach köstlich, sehr zu empfehlen. Die Linde wird als harntreibendes Mittel eingesetzt und wirkt sehr gut bei Krämpfen. Außerdem wirkt sie sehr beruhigend bei Angst- und Stresszuständen. Die Blüten der Linde werden zur Linderung des Hustenreizes bei Atemwegserkrankungen verwendet und helfen sehr gut bei grippalen Infekten, denn sie haben eine sehr schweißtreibende und schlaffördernde Wirkung. Ich möchte jetzt hier auch nochmal die Lindenkohle erwähnen, denn die Lindenkohle soll im gepulverten Zustand eingenommen das 50- bis 90-fache ihrer eigenen Menge an Keimen und Giftstoffen aller Art an sich binden können. Außerdem soll sie sehr gut für den Darm sein. Sie soll auch eine heilende Wirkung auf geschwürigen und eiternden Wunden haben, sowie auf Hautflechten und Ekzemen. Außerdem wird sie auch noch zur Zahnpflege empfohlen. Die Lindenkohle stellt man her, indem man ein Stück vom Lindenast unter Sauerstoffabschluss verkohlen lässt. Allerdings kann man sie auch irgendwo kaufen. Okay, ihr Lieben, falls es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal oder besucht mich mal auf meiner Website oder auf meiner Facebook-Seite. Ich freue mich. Alles Liebe
Und bis jetzt sagt dir Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee,